Die ausgedehnten Wasserflächen der Teichanlagen bieten dem Höckerschwan beste Lebensbedingungen, in denen er gut seine Jungen aufziehen kann. Auch Mutter Stockente hat Nachwuchs und erteilt ihm gerade eine Stunde Schwimmunterricht. Währenddessen hält das Weibchen des Schwarzkehlchen Ausblick nach seinem Partner, der viel lebhafter gefärbt ist und seinem Namen eben mehr Ehre macht. Weibliche Neuntöter findet man oft auf Zäunen und Hecken, während die Männchen lieber die höheren Warten bevorzugen. Drüben am Waldrand steigt ein Raubvogel in die Luft. Es ist die Rohrweihe auf ihrem Suchflug nach Beute. Dann schwingt sie sich auf in die Höhe und zieht am Himmel ihre Kreise. Und noch ein anderer beginnt da zu schweben. Es ist der König der Lüfte, der Seeadler, über dem weiten Himmel der Teiche.